Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und ich habe gerade eben erst angefangen zu laufen, aber ich bin schon ziemlich geschwitzt. Warum das ist, das erzähle ich am Intro. Ja, ich bin schon ein bisschen angeschwitzt, weil ich nämlich heute ein klein wenig Torwarttraining gegeben habe. In der Fußballjugend hier im Ort. Natürlich kann ich das mit der Kamera nicht aufzeichnen, ist ja klar, bei den Kinders. Aber das Training ist ja nicht so hart, dass man nicht nur mal kurz laufen könnte. Und deswegen laufe ich jetzt noch mal gucken, 5 Kilometer und dann ist gut. Dann fühle ich mich gut. Dann kann ich endlich auf meine Couch. Das ist toll. Wenn sich einer fragen sollte, wieso gibt denn der Dödel Torwarttraining? Was hat denn der für Ahnung vom Torwart sein? Ja, ich war früher mal Tormann beim Fußball. Ich habe ungefähr 25 Jahre habe ich im Tor gespielt. Natürlich nichts anderes, weil ich ja nichts kann. Auf dem Feld bin ich der absolute Loser. Aber 25 Jahre habe ich im Tor gespielt. Und das schon gar nicht mal so scheiße. Hier und da. Ich hatte schon das ein oder andere Ding, das ich rausgefischt habe. Na egal. Naja, und deswegen, weil ich ja 100 Jahre lang Torwarttraining absolviert habe, gebe ich jetzt ein bisschen Torwarttraining hier und da mal ganz sporadisch, weil die Zeit natürlich nicht wirklich da ist. Und da vorwiegend bei der Jugend, bei den Senioren habe ich das auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber irgendwie hat das nie so richtig gepasst mit der Zeit bei mir und deswegen ist es im Sande verlaufen. Aber die Jugendlichen, die sind, ach, Jugendlichen, das sind ja Kinder, 9 Jahre sind die, die machen sich schon ganz gut. Ja, da ist schon das ein oder andere Talent dabei. Von daher macht das Spaß, sich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen mit dem Ball zu arbeiten und nebenbei macht man ja ein bisschen Sport. Und wenn ihr da draußen jetzt drüber nachdenkt, nein, anders, wenn du drüber nachdenkst, soll ich ein bisschen Sport machen, ich weiß nichts, Laufen ist nicht so meins, dann gib doch einfach Jugendtraining. Geh in deinen Ort, such dir irgendeinen Sport aus und beschäftige die Kinder. Dabei bewegst du dich selbst auch ein bisschen. Und da sind schon die dicksten Leute etwas beweglicher geworden. Ist auch nicht dünn, aber beweglicher geworden. Geh raus, trainier die Jugend. Auch wenn du keine Ahnung hast, irgendeiner wird dich schon einweisen. Es klappt schon. Ja, mein Plädoyer heute an die Menschheit. Bescheuert. Naja. Aber durchaus ernst gemeint. Ich laufe jetzt noch ein Stückchen und dann hören wir uns gleich. Gleich habe ich schon die 5 Kilometer voll. Das reicht mir dann für heute. Morgen mache ich bestimmt ein bisschen mehr oder übermorgen, mal gucken. Und dann habe ich mein Pensum für diese Woche auch schon erreicht. Richtig cool. Aber heute nicht so viel. Ich habe ja schon Jugendtraining absolviert. Ja, ich melde mich gleich, wenn ich zu Hause bin, nochmal. So, jetzt habe ich meine 5 Kilometer hinter mir. Reicht aus für heute. Bisschen Jugendtraining gemacht vorher. Schöne Einheit heute insgesamt gemacht. Von daher bin ich zufrieden. Ein bisschen ist immer gut. Ich freue mich auf den nächsten Sportvlog. Ich freue mich auf eure Fotos, auf eure Videos. Schickt sie mir, wie ihr Sport macht. Ich bin gespannt drauf. Cheerio, Miss Sophie.